Liebe Bücherfreunde, ich bin wieder der Lesemilan und heute begrüße ich euch wieder aus meinem magischen Baumhaus. Ich werde euch heute wieder ein wunderschönes Buch vorstellen, nämlich... Ach, übrigens, ich habe das ganz vergessen, hier sind die zwei Bücher, die ich schon gelesen habe. Die stehen nämlich immer hier, warte Leute, ich zeig's euch mal kurz. Da, warte, da. Da stehen die immer. Genau. Und ich bin dann hier. Genau. Und ich werde euch heute ein wunderschönes Buch vorstellen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich empfehle es euch deswegen auch weiter. Aber diesmal ist auch wieder nicht auf meinem Tisch. Wo ist es denn? Wo ist es? Oh, das. Ich habe es fast gefangen. Fast diesmal. Aber hier... Das heißt, Jagd im Internet, ihr könnt es hier lesen, von Andreas Schlüter. Ist sehr schön, dieses Buch. Da geht es um vier Freunde. Ben, Jennifer, Miriam und Frank, genau. Das sind vier Freunde und die ein und zwei, Jennifer und Miriam, sind auf Mallorca. Und die anderen zwei, die sind bei Ben von dem Opa. Genau, weil der Frank und Ben sind... zwei beste Freunde. Genau. Und ich werde euch hier ein Kapitel mal daraus vorlesen. So, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Gleich sollte es da sein. Wartet. Ich lese euch eins vom Anfang raus vor. Da ich noch nicht zu viel verrate. Ich finde es gerade gar nicht. Aha, hier, wartet. Das Geheimnis auf dem Wasser. Jennifer hatte die Augen geschlossen. Aus dem Vulkan erklang sanfte Gitarrenmusik. Die Sonne hatte den Sandstrand in heiße Glut verwandelt. Aber unter dem Sonnenschirm herrschte eine wohlig warme Temperatur. Jennifer klopfte dem Fuß den langsamen Rhythmus der Musik mit und fühlte sich pudelwohl. Als Miriam ihr in der Seite piekte, erschrocken fuhr Jennifer zusammen, schnellte ihren Oberkörper hoch, riss sich den Kopfhörer von den Ohren und sah Miriams vorwurfsvoll an. Wehe, wenn jetzt nichts Sensationelles kommt, fauchte sie. Miriam deutete etwas eingeschüchtert auf ein Motorboot, das langsam in die Bucht tuckerte. Einmal möchte ich hier gern mit dem Motorboot übers Wasser düsen, schwärmte sie. Ja, fand auch Jennifer, die ihrer Freundin sofort verziehen hatte. Aber leider kann man hier keine mieten und... Nach kurzem Nachdenken fügte sie hinzu, obwohl das sicher sehr vernünftig ist, wenn hier Tausende von Touristen auf dem Wasser herumheizen würde, könnte man überhaupt nicht mehr baden. Vielleicht kann man hier noch doch welche mieten, rief Miriam plötzlich und zeigte zur Stelle, an der das Boot angelegt hatte. Am Strand stand der hagere Mann in Gummistiefeln und winkte dem Bootsführer zu. Miriam war sich sicher, dass dem blassen Mann das Motorboot nicht selbst gehörte. Dafür ist er viel zu blass, kombinierte sie. So blass ist niemand, der ein Boot besitzt. Selbst wenn er nur einmal pro Woche damit hinausfährt. Genau, und das war schon ein... Daraus habe ich jetzt schon vorgelesen und dieses Buch ist sehr, sehr schön. Das empfehle ich weiter. Das ist schön, wenn ihr es weiterlesen wollt, dann das ist wirklich schön. Also mir gefällt es. Genau, ich stelle nämlich alle Bücher, die ich schon gelesen habe, hier hin. Das habe ich euch gerade eben auch gesagt. Warte. Und das kommt nämlich jetzt hier hin. Ich zeige es euch nochmal kurz. Hier. Und habt ihr gerade auch gesehen, also wie ihr wahrscheinlich schon am Anfang gesehen habt, da ist der
Kalender wieder, genau, und den werde ich euch heute wieder vorstellen. Also, hier. So, die Frage heute ist, wie viel Prozent der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt? Die fast 54%, A, fast 63%, B oder fast 71%, C. Hier ist die Frage nochmal, falls ihr das oder falls ihr nichts hören könnt. Hier ist es. Und die Antwort kommt im nächsten Video. Tschüss, tschüss.